Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen coolen neuen Glitch zeigen, und zwar wie man unlimitierte Runden machen kann und wie man auf die Map hochkommt. Das ist nicht irgendein Fake-Video oder so, weil gestern habe ich euch schon ein Video hochgeladen, wie man aus der Map kommt. Und das ist eigentlich das gleiche Prinzip, aber gestern habe ich ein bisschen verkackt beim Video. Da habe ich euch den einen Trick gezeigt und jetzt heute zeige ich euch den anderen Trick, der auch geht. Für das müsst ihr wieder in diese Landekapsel gehen, beim Bossfight ganz am Ende, und da muss sich wieder einer töten. Aber ihr müsst da ein bisschen warten, und wenn ihr ein bisschen wartet, seht ihr schon, ihr könnt dann ihn wiederbeleben, also zuerst springen, wiederbeleben, und wenn ihr ihn wiederbelebt, fliegt ihr so out of map. Also es ist ja nicht out of map, man kann ja auf diese Landekapsel da, man ist ja da oben drauf. Und wenn man da oben drauf ist, kann man an coole Locations springen. Aber bevor ich euch das weiter zeige, möchte ich euch noch darauf ansprechen, dass ihr diesen Kanal auch kostenlos abonnieren könnt. Ein Like oder ein Kommentar ist natürlich auch kostenlos. Und ihr könntet mich wirklich ein bisschen unterstützen mit einem Abo, da würde mich richtig freuen. Und wenn ihr neu seid oder abonniert, dann könnt ihr auch gleich die Glocke aktivieren, dass ihr kein einziges Video mehr verpasst. Und ich lade fast täglich Glitches oder auch die neuen Challenges, wenn die neue Map wieder rauskommt, mache ich gleich wieder Challenges. Und dann seht ihr das fast wieder als erstes, wie man auf Deutsch diesen Charakter freischalten kann. Bei der letzten Map, bei der Shadowed's Throne oder wie auch immer die heißt, war ich einer der ersten, der diesen Charakter hochgeladen hat. Und ja, kommen wir weiter zum Glitch. Wie vorhin angesprochen, kann man an verschiedene Orte springen. Man kann natürlich da zum Theater rüberspringen. Hinten da auf diese Sandsäcke könnt ihr springen. Und da links zu diesem Galgen könnt ihr auch springen. In diesem Video gehe ich links zum Theater, weil da geradeaus beim Galgen, da war ich sicher schon 3-4 Mal. Und das ist nicht so cool da drüben. Natürlich ist es an jedem Ort ist es gleich, aber ich wollte da mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Und wie ihr seht, könnt ihr wirklich da rüber springen und die Zombies können einem nicht angreifen. Ihr müsst aber aufpassen, ihr dürft nicht zu weit nach vorne oder nach hinten laufen, weil sonst fallt ihr wieder in die Map runter und das wäre ziemlich ärgerlich, weil ihr habt ja das ganze Easter Egg gespielt, nur für diesen Glitch zu machen. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kurze Bewertung da, ein Abo würde mich freuen. Und wenn ihr noch nicht geliked habt, dann ist es jetzt der Fall, lasst einen Daumen nach oben da. Und Leute, man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye.